Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute habe ich wieder ein Teeling auf dem Tisch. Explorer's Edition, 12 Jahre alt an Cognac-Fässern. Dunkle Flasche, kann man nicht sehen, was da drin ist. Whiskey Base Nummer 173224, eine von 6000 Flaschen. Abgefüllt denn dort im Januar 2019 und ja, kostet 68 Euro. Interessanterweise schreibt whisky.de, dass das sei ein Single Malt. So, das ist tatsächlich ein. Oh, das ist nicht nur hier tatsächlich whisky.de, sondern es ist tatsächlich auch Whisky Base schreibt Single Malt. Steht nirgendwo hier drauf. Also es ist ein Irish Whisky und überall sonst steht es der Blend. Also interessant, interessant. Also ich finde es auch immer sehr einleuchtend, wie hier drauf geschrieben wird. Produced and bottled by, nicht distilled. Okay. So, das ist immer wieder unser Problem beim Irish Whisky, ein bisschen Travel Retail. Und ja. Okay, gut. Ich werde es vergleichen mit etwas und ich habe leider nur noch mein Sample davon. Bing! Bushmills! Das ist ein Causeways Collection, ein Cognac-Fass, 10 Jahre alt. Und das ist 46%, 46%. Whisky Base Nummer 175, 733, 175, 733. Hier liegen wir bei 68 Euro. Hier für den Bushmills liegen wir bei 62, 50, 60 Euro, sagen wir einfach mal. Bei der billigsten Stelle momentan ist sogar 56 Euro hierfür, für den Bushmills. Lass uns sehen, ob sie miteinander konkurrieren können. Oh, ja. Ah, interessant. Also, da sind schon deutliche Unterschiede, was wir jetzt hier haben, auch am Tisch oder auch was wir hier erleben werden. Was mich auch nochmal stört bei Teeling, ich nenne Teeling zurzeit Pseudo-Transparenz. Ein Beispiel dafür. Hier steht wunderbar Non-Chilled Filtered. Perfect. Denn hier steht Natural Character. What in all the world is Natural Character? Kenne ich nicht. Wahrscheinlich würden sie sagen Natural Color, steht aber nicht drauf. Also Natural Character, du kannst nicht eine eigene Kategorie erschaffen jetzt hier. Also, so sorry. So, hier steht zum Beispiel, This exclusive bottling is bottled at 46% with non-chill filtration, completing a whiskey of true character. Aber auch auf der Rückseite steht nirgendwo ohne Farbstoff. So, es wäre gut, es wäre echt gut, wenn man das schreiben würde, könnte, wäre so lieb. Nun, ist es dunkel? Nein. Also ist es hier, stimmt, es ist ein bisschen dunkler als unser Bushmills. Und falls das tatsächlich hier eine Täuschungsmanöver wäre, mit der Natural Character statt Natural Color, ach, weiß ich nicht, ich wäre schon ein bisschen genervt von dieser, einfach mal, diese Formulierung denn da, ja? Also, so. An der Nase. Also ich versuche mal tatsächlich herauszufinden, wie lange diese Whisky reifte in diese Ex-Cognac-Fässer. Was hat alles Alex Casco hier gemacht? Okay, an der Nase habe ich eine nette, süße Gerste, Zucker da drin. Ich habe leichte Aprikosen dabei. Also, das ist schon etwas, worauf ich mich freuen könnte und freuen würde, da tatsächlich zu trinken. Okay.
Und ich muss ganz ehrlich nochmal hier zurückgehen. Bei whisky.de steht da ein Blended Malt, nur bei Whisky Base. Die beiden habe ich verwechselt. Shame on me. Whisky.de hat es richtig, aber Whisky Base hat es verkehrt. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, denn da hinzuschreiben zu Whisky Base. Ich habe keinen Bock, mit irgendeinem Moderator denn da hin und her zu schreiben, dass das nicht richtig ist. Ach, so ist das momentan bei mir. Oh, also ehrlich gesagt, momentan würde ich vor. Ich war nicht so begeistert von der Bushmills Cognac. Also da waren schon viele, viele Flaschen davon. Oh, mein Bauchgefühl hat mich ein bisschen getrübt. Also 5280 sind hier von den Cognac-Finish von Bushmills. Und hier haben wir tatsächlich 6000. Also bei Teeling gäbe es mehr als bei Bushmills. Wer hätte das gedacht? Also der Teeling besser. Viel besser als hier unser Bushmills. Bushmills hat ein bisschen mehr einen Citrus-Moment dazu. Hier habe ich mehr einen Kokos-Moment. Schön. Tschüss. Das, was ich lange nicht hatte bei einem Teeling Whisky, ist, dass ich den habe und denke, oh wow, guck mal, der ist richtig sanft. Jeder Teeling, den ich in letzter Zeit hatte, auch 12 Jahre alte Teelings her, da ist Boom Ingwer-Schärfe, da ist Boom Alkoholschärfe, da ist Boom White Pepper, also weißen Pfeffer, da immer wieder das begleitet. Und dann hinten heraus kriegt man einfach eine etwas angenehmere Momente hier. Haut mich nicht um. Nase ist viel, viel schöner, viel, viel besser. Ja, Nase ist eher ein 2-Minus und Geschmack ist eher ein 3-Minus. Schade, 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 schade. Also ich habe gehofft, das wäre ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ich tue ein bisschen Wasser rein. Ist das eine Kaufempfehlung? Momentan nicht. Kriege ich diesen Cognac-Moment? Ja, aber nicht übermäßig. Das überbügelt vieles nicht. Es unterstreicht ein kleines bisschen. Ah, mit Wasser besser. Zieht diese Alkoholnote ein bisschen in Länge. Leichte Bitterkeit vom alten Fässern kommen hervor. Eine Schärfe bleibt da drin. Ah, 3 Minus. Ich wollte diesen Whisky mögen. Das hat mir echt, das roch gut. Aber lieferte nicht im Geschmack heute. Nicht heute. Interessant. Also, was haben wir jetzt hier? Bisschen Pfirsich, Pfirsich. Weißpfeffer habe ich schon erwähnt. Tannin. Vielleicht leichte geröstete Nüsse, auch Haselnüsse am hinten heraus. Naja, gut. Bisschen Birne, bisschen fast reife Birne. Gut. Bushmills als Vergleich. Wesentlich besser. Mundgefühl schön, Sherry-Moment kommt. Ist der wow? Nein. Ist der verglichen hiermit gut? Ja. Also kauft euch bitte den Bushmills. Gibt es den Bushmills? Ja, den gibt es noch bei whisky.de, Balu, Whisky Hort, Whisky Quelle. Das gibt es nur einmal und ein paar anderen Orten. Interessant, dass die Flasche tatsächlich in Deutschland, ich sage einfach mal, 60 € kostet. Und momentan in Irland, die Flasche hierfür kostet 99. Also sowohl als die Celtic Whisky Shop wie auch Drinks Hero in Irland, in Dublin, die nehmen für die Flasche 99,95 €.
Und hier kriegt man die Flasche tatsächlich für 56 €. Puh. Eigentlich muss man das reimportieren denn da und einfach mal Geld einfach kassieren. Auch wenn man die 25% Strafzölle und so weiter bezahlen würde, hätte man immer noch einiges an Geld über. Wahnsinn, was momentan denn da für unterschiedliche Preise im Markt so sind, ja. Diese Flasche hier kann man getrost einfach liegen lassen. Der Bushmills ist das, was ich sagen möchte, kann man kaufen. Ja, 3 minus im Geschmack, 3 minus minus und preislich eine 4. Sorry. So, die 6000 Flaschen werden nicht viel schneller weggehen. Und das ist auch schon seit Januar 2019, also seit August 2019 hier in Deutschland unterwegs. Oh well. So ist das. Frage des Tages: Was ist dein Lieblingswhisky mit Cognac-Finish? Also, es gab vom Teeling ein Revival mit Cognac-Finish. Lecker. Es gibt hier auch ein paar anderen Irisch-Abfüllungen mit Cognac. Lambay Whisky, Small Batch wie auch Single Batch oder Single Malt, lecker. Und wo hat man noch ein Cognac Finish gehabt? Schreibt es einfach in die Kommentare, da wisst ihr besser als ich. Vielen Dank, liken, abonnieren, teilen meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Dort wurde die Flasche und auch diese Flasche hier beide durch diese WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppen verteilt. Also lohnt sich mal mitzumachen. Wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr und wir sehen uns Sonntagabend für einen Livestream mit irgendeinem Gast. Bis dahin, ciao.